Der letzte 60er-Rudel-Stammtisch der diesjährigen Saison. Dennis Erdmann ist der Gast. Herzlich willkommen. Die Löwenfans haben dir 10 Fragen gestellt. Und die erste Frage ist eine Entweder-Oder-Frage. Wiesn oder Karneval? Karneval, weil ich in Köln groß geworden bin und für einen Münchener sind die Wiesn was Besonderes. Für mich ist der Kölner Karneval was Besonderes. Von daher, sobald es die Zeit wieder zulässt und ich frei habe, dann sieht man mich beim Kölner Karneval. Veranstaltungen in München gehört natürlich auch das 60er-Stadion mit dazu. Was hast du dir gedacht oder wie hast du dich gefühlt, als du das erste Mal für 60 eingelaufen bist? Das hatte ich schon die Jahre zuvor mal mit meinen anderen Vereinen gehabt. Das ist immer was ganz Besonderes, wenn man für einen Traditionsverein spielt. Also das hat ein ganz gewisses Flair. Besonders das Grünwalder, das ist nicht, wie wir wissen, das allzeit modernste Stadion, aber trotzdem ist es unfassbar geil, darin zu spielen. Und das erste Spiel gegen Münster werde ich natürlich nicht vergessen. Und es war einfach wieder so ein Stück, wo ich gesagt habe, okay, ich gehe den richtigen Weg. Und 1860 in das Grünwalder, das passt einfach zu mir. Und deswegen fand ich das unfassbar geil. Dann kommen wir an deine Spielposition in der Verteidigung. Die Frage ist, die härteste Verteidigung der Welt müsstest du aufstellen. Welche drei Mitspieler neben dir würdest du mitspielen lassen? Gute Frage. Ich würde es, glaube ich, ganz alleine machen und den Rest in die Offensive schicken, weil dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich der einzige harte Verteidiger bin und so mir meinen Ruf weiter ausarbeiten kann. Bei Ruf sind der Ruf des Biertrinkers, den hast du auch und hast mit der Löwen-Challenge damals den auch nochmal untermauert. Wie schmeckt dir das bayerische Bier und die Einladung zum Biertrinken, die du mal eingefordert hast, der Kollegen, kam die auch schon? Ich bin jetzt schon fast wieder ein Jahr hier und die kam leider noch nicht. Ich hoffe, das kommt jetzt im Laufe der Zeit, wenn wir das ein oder andere Siegchen noch holen werden, dann bin ich da guter Dinge, dass die Einladung folgen wird. Und mir schmeckt das Bier natürlich richtig gut. München, klar, Bayern, Bier, Weltstadt, sage ich jetzt mal. Und von daher bin ich ein Bier-Sommelier geworden und trinke ganz gerne eins. Nach dem Bier hat der eine oder andere sich schon einen Knutschfleck eingeholt. Du hast einen andauernd. Was hat es mit dem Knutschfleck-Tattoo auf sich? Das habe ich mir damals relativ spontan machen lassen. Hat jetzt keine allzu große Bedeutung mehr. Ich fand es einfach gut, das zu machen. Ich stehe dazu. Und so wie ich zu allen anderen Dingen auch stehe, die ich tue und sage und auch mache, von daher passt es. Und gibt jetzt so keine große Begründung dafür oder dagegen. Dann kommen wir zum Fußball zurück. In welchem Stadion möchtest du in deiner Karriere gern nochmal auflaufen? Gute Frage. Ich habe jahrelang immer gesagt, dass ich gerne bei mir zu Hause in Köln im Rhein-Energie-Stadion auflaufen möchte. Das habe ich mir letztes Jahr erfüllt, den Wunsch. Und was ich mir jetzt noch wünschen würde, keine Ahnung, ich nehme alles, was kommt. Also nächstes Jahr in der zweiten Liga sind ja sowieso schöne Stadien dabei. So ist es. Dann geht es wieder weg vom Fußballplatz hin zu deinen persönlichen Vorlieben. Hast du eine Lieblingsband oder eine Lieblingsmusikrichtung? Ich höre eigentlich alles kreuz und quer. Also natürlich wo wir jetzt nochmal beim Karneval sind, zur Karnevalszeit, da höre ich ja eher meine Kölner Lieder und um dieses Feeling zu bekommen weil ich ja das ab und zu auch vermisse. Ich höre alles kreuz und quer. Mir ist das eigentlich egal, das was gerade so in ist, das ist auch in meinem Ohr dann. Dann geht's wieder zurück zum Sport. Was würdest du jungen Nachwuchskickern raten, die Profi werden wollen? Keine Ahnung, also weiß es nicht. Ich bin jetzt auch nicht so gerade der talentierteste Fußballer gewesen, von daher habe ich keine Ahnung. Zuerst mal vielleicht die Schule zu Ende machen, damit sie nicht irgendwie voll dumm irgendwann in der Kabine sitzen. Das würde ich denen vielleicht raten, aber so muss jeder tun und lassen, was er gerade für richtig hält. Ich
wird er eher ans Elternhaus appellieren als an den Spieler oder an die Spielerin selbst, weil ich glaube, die Eltern haben da noch mal ein bisschen mehr Einfühlvermögen als jetzt ich. Also ich sehe jetzt auch gerade nicht besonders einfühlvermögend aus, von daher kann der Spieler tun und lassen, was er möchte. Also wie gesagt, Schule zuerst mal zu Ende machen und nicht irgendwie nur auf der Straße rumlungern oder vor dem PC zu Hause. Dann wieder eine persönliche Frage. Du schaust jetzt nicht unbedingt so aus, als würdest du viel naschen, aber gibt es was, was du in deiner Freizeit naschst? Ich esse wie jeder andere normale Mensch ganz normal auch Süßigkeiten. Also es gibt jetzt auch aber keine große Vorliebe, das, was ich gerne esse. Süßigkeiten allgemein. Ich bin jetzt kein großer Fan von irgendwelchen Enthaltungen. Also alles das, was ein bisschen süß ist, das habe ich, glaube ich, schon mal gegessen. Und auch schon die letzte Frage an dich. Wie wohl fühlt sich der Earthman in Minga? Sehr wohl. Also klar, am Anfang habe ich da meine Tage, Wochen, Monate, wie auch immer, gebraucht. Aber jetzt ist es voll und ganz angekommen. Also ich fühle mich total wohl. Also glaube ich, ganz normal als Mensch, als junger Mensch, dass man irgendwo hinkommt. Man muss sich erstmal anpassen. Und München ist jetzt gerade auch nicht eine kleine Stadt und der Verein auch nicht gerade klein, sondern eher im Gegenteil. Von daher habe ich meine Tage und Monate gebraucht. Jetzt bin ich aber voll da und bereit, den nächsten Step mit 68 zu machen. Und das ist, glaube ich, viel mehr wert, als wenn man am Anfang einschlägt wie eine Bombe und am Ende dann, weiß ich nicht, hinten rüberfällt. Bei mir war es genau andersrum, hoffe ich. Und von daher geht es Richtung Aufstiegsplätze.